Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Mannheim. Für alle, die zugeschaltet sind, wie auch immer, sind alle zugeschaltet, weil wir es ja immer noch online machen, die Veranstaltung. Heute Abend ein Highlight, das wir haben. Ich freue mich sehr, Frau Büchs hier als Referentin zu haben, ist toll. Sie hat sich gerade erst zugeschaltet, weil sie mit der Kanzlerin noch telefoniert hatte. Insofern von da zu uns. Wir fühlen uns sehr geehrt. Wir fühlen uns sowieso sehr geehrt, dass Sie bei uns sind, weil ich glaube, die Themen, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben, die Corona-Maßnahmen, die Impfungen, die Triage-Diskussionen, da hat doch der Ethikrat eine wichtige Rolle gespielt und sie ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Vielleicht ein paar Informationen zur Person. Sie hat studiert in Münster, unter anderem auch in York und im University College in London, Medizin, Philosophie, Soziologie und Health Sciences. Hat dann auch promoviert, war als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und unter anderem auch in Harvard tätig und in London am Nuffield Council on Bioethics. Ihre erste Professur war in Kiel 2014, wurde auch 2016 in den Deutschen Ethikrat berufen. 2018 ist sie an die Technische Universität München gewechselt und hat da eine Professur für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien. Sie ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Vielleicht so viel zur Information zur Person. Sie ist, glaube ich, allen bekannt, weil sie jetzt auch häufiger zu sehen sind und weil es auch viele Themen sind, die an der Schnittstelle sind zu Wirtschaftswissenschaften, zu juristischen Fragestellungen, auch zu statistischen Fragestellungen, zu medizinischen Fragestellungen und zu ethischen Fragestellungen. Insofern ist es also ganz toll, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit uns ein wenig zu diskutieren. Wir fangen an mit einer Präsentation von Ihnen, dass so ein bisschen die Überlegungen, die Sie da tätigen, dass Sie die uns vorstellen und dann diskutieren wir darum. Ich habe auch ein paar Fragen vorher bekommen. Wir hatten ja vorher gebeten oder gefragt, wer Fragen hätte, kann sie gerne weiterreichen, wenn wir gleich im Gespräch, wenn wir auf diese Sachen eingehen. Also, willkommen alle, dass Sie zugeschaltet sind. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wie immer, unser Förderkreis unterstützt diese Veranstaltung. Da auch ein herzliches Dankeschön, weil Sie können das nicht sehen, aber hier sind Beleuchtungsanlagen und dass die Technik stimmt, das ist alles hier organisiert. Das macht der Förderkreis oder unterstützt das. Also da herzlichen Dank. Aber jetzt legen wir los. Frau Büchs, toll, dass Sie da sind. Ich gebe Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Herr Wambach, für die freundliche Einführung und Begrüßung und nochmals danke für die Einladung heute Abend, die ich sehr gerne angenommen habe, um einfach die Arbeit des Deutschen Ethikrates etwas vorzustellen. Mir fällt das gar nicht leicht dieser Tage, weil ich auch durchaus auf Bitten von Ihnen, Herr Wambach, zwei Themen mitbringe, die alles andere als einfach sind und insbesondere eines davon etwas ist, was mich auch ganz direkt betrifft. Das werde ich dann gleich noch anformulieren. Ich spreche aber heute hier zu Ihnen als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, beziehe mich also auf die Arbeit vor allem des Ethikrates, gebe vielleicht den ein oder anderen Impuls noch aus meinem weiteren Tätigkeitsbereich an der TU München und dort am Universitätsklinikum, um das Ganze praxisrelevant zu machen. Und so hoffe ich, dass wir ein gutes Gespräch führen können. Ich habe einige Folien mitgebracht, gar nicht besonders viel und gar nicht besonders aufwendig, in denen ich Ihnen einfach zwei Themen ganz punktuell vorstellen möchte, die den Deutschen Ethikrat beschäftigt haben in der letzten Zeit. Und natürlich haben uns noch viele andere Themen beschäftigt. Und entsprechend freue ich mich dann natürlich auch in der Diskussion, wenn wir auf die noch eingehen können. Das war jetzt einfach der Knappheit der Zeit geschuldet und ich wollte Sie hier ja auch jetzt nicht eine Stunde lang, Verzeihung, voll quatschen mit dem, was der Ethikrat sich so alles überlegt hat. Deswegen exemplarisch zwei Dinge, die gegenwärtig eine hohe Relevanz haben, über die ich heute sprechen möchte. Vorweg aber ganz kurz, weil das immer hilfreich ist, noch mal einmal für alle aufzudefinieren. Ich nehme an, in diesem Kreis ist das etwas, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Aber was ist denn eigentlich noch mal Ethik, insbesondere diese sehr interdisziplinäre Art der Ethik, die in so einem Gremium vollzogen wird? Die Ethik ist ja als Wissenschaft verstanden die Theorie des guten und richtigen Handelns, also letztlich die Theorie oder die Reflexions Ebene der Moral, also der vielen guten, der vielen Regeln für das gute und richtige Handeln, die werden in der Ethik analysiert, sie werden beschrieben, es werden ethische Konflikte abgewogen und natürlich machen wir das in der
angewandten, in der praktischen und dann eben auch in der biomedizinischen Ethik immer im Anwendungskontext. Und das bedeutet, dass man dann natürlich auch empirische Informationen jeglicher Couleur mit einbezieht, den juristischen Rahmen, wie er geprägt ist, nicht ignoriert. Also nicht die reine Lehre, sondern die messy reality. Und es geht uns dabei um ein im grundlegenden Zug Theorie und Prinzipien geleitetes Begründen und Empfehlen von Lösungs- und Handlungsvorschlägen. Und initial, das ist sehr häufig so, werfen wir zunächst mal mehr Fragen auf, als dass wir Antworten geben. Und auch manchmal haben wir nicht eine einzelne Antwort, sondern dann mehrere, sodass wir die Fragen nur teilweise beantworten. Das erlauben wir uns. Ethik in der Pandemie, um das etwas enger zu führen, ist kein neues Thema. Das ist etwas, was mein Fach durchaus länger beschäftigt. Ich selbst habe, kommt mir fast absurd vor, vor 10 Jahren mal ein Kapitel geschrieben zur Solidarität in der Pandemie und hätte mir niemals träumen lassen, damals ging es um die Schweinegrippe, dass wir in einer Situation sein würden wie der heutigen und über eine globale Pandemie, die unser aller Leben drastisch verändert und verändert hat, sprechen würden. Ich will das nur vorwegschieben, um einfach darauf hinzuweisen, dass aus der Ethik viele Expertinnen und Experten kommen, die durchaus eingedacht waren, zumindest in die Struktur dieser Fragen, aber natürlich nicht in einer solchen Brennglassituation. Das war neu für alle. Vielleicht waren wir Berufsethiker, also Ethiker als Wissenschaftler, etwas stärker eingedacht, etwas vorbereitet und kannten diese Art von Fragestellungen schon, aber in dieser Art von Echtzeit, wo quasi sichtbar und ständig unter Zeitdruck und natürlich bis zum heutigen Tag unter ständig wechselnden Bedingungen von starker Unsicherheit und ganz hoher Dynamik entschieden und auch beraten, in unserem Fall wird ja nicht entschieden, sondern nur beraten werden muss, also eine drastische Lernkurve, die nicht weniger steil wird mit der Zeit, das ist absolut nie da gewesen für uns alle. Und hinzu kommt, das möchte ich auch sagen, das ganze Land und wir alle auch als Individuen sind seit langer Zeit in einer emotionalen Extremsituation. Also die Amplitude aller Beteiligter ist höher. Das hat bei uns bedingt ein sehr hohes Engagement im Rat. Also wir sind ja ein ehrenamtliches Gremium, aber haben gearbeitet wie nie der Ethikrat zuvor, einfach was die Frequenz der Publikation anbelangt. Auf der einen Seite, das ist sehr positiv zu werten, ganz hohes Engagement, aber natürlich auf der anderen Seite bedeutet das auch, es geht allen um alles. Und alle sind sehr, sehr auch intensiv im Streit dann und in der Auseinandersetzung. Das heißt, was sich in einer solchen Extremsituation ergibt, ist die Verdichtung und Verstärkung ethischer Fragen und Konflikte, die es so natürlich immer schon gibt. Das muss ich auch gerade Menschen, die sich mit der Ökonomie beschäftigen, gar nicht sagen, dass wir viele dieser Abwägungsfragen natürlich regelmäßig in unseren Gesellschaften haben, nur eben nicht ständig und nicht so stark und nicht so sichtbar. Und es ist auch in dieser Situation sehr sichtbar geworden für viele Menschen, denen das vielleicht vorher nicht so vor Augen stand, dass politisches Handeln eine dezidiert ethische Dimension hat. Gut, ich komme zum ersten Thema, und zwar dem Thema der Triage. Und ich sage das, habe das eben einführend gesagt, das ist kein Thema, das ist ein sehr wichtiges Thema und ich bin sehr froh, dass Herr Wambach auch angeregt hat, dass ich über dieses Thema hier heute spreche. Es ist eines der wesentlich wichtigen Verteilungsthemen. Es fällt mir aber dennoch sehr schwer, darüber zu sprechen, weil ich heute mit unserer Intensivmedizin gesprochen habe und die Situation, Sie wissen ja rechts der Isar, München ist lange Brennpunkt gewesen. Wir haben schon die jungen Skifahrer in der allerersten Welle versorgt. Und ich sage es nur in einem Satz, so besorgt habe ich ihn noch nie erlebt. Wir haben, das werde ich auch darauf gleich noch eingehen, das ist jetzt nicht als Vorsitzende des Ethikrats gesprochen, sondern als Professorin an der TUM. Wir haben am rechts der Isar, so wie viele andere Häuser auch, ein Triage-Protokoll tatsächlich geschrieben, vorbereitet und auch durchprozessiert. Also es gibt ein Prozesshandbuch und eine SAP-Schnittstelle und alles. Und immer natürlich in der Hoffnung, das nie anwenden zu müssen. Und ich habe die Kollegen noch nie so besorgt erlebt, dass das vielleicht doch jetzt angewendet werden muss, wie jetzt gerade. Und das betrifft mich auch ganz direkt, weil ich ein Ad-Hoc-Team Ethik, das die entscheidenden Kolleginnen und Kollegen, die klinischen, die ärztlichen, die das dann entscheiden müssen, unterstützt.
und berät, das leite ich. Also ich habe dann sozusagen auch ein Notfallhandy und bin da voll dabei und ich schlafe nicht gut im Moment. Der Ethikrat hat sich in der allerersten Empfehlung zur Corona-Pandemie aus März 2020 bereits mit dem Thema der Triage beschäftigt. Sie sehen da auf dem Bild die Publikation, die auch öffentlich nachzulesen ist. Das ist ja ein Begriff aus der Katastrophenmedizin, den gibt es schon lange. Also kurzfristiger Anfall von ganz vielen Schwerverletzten im Katastrophenfall, da macht man dann so eine Reihung nach Dringlichkeit. Der Unterschied ist eben, dass das meistens relative Knappheitssituationen sind, die dann gelöst werden. Das ist kurzfristig eine Überforderung. Dann werden zusätzliche Ressourcen herbeigeführt und das Ganze ist dann, löst sich recht bald auf. So schrecklich es ist, man hat kurzfristig nicht genügend Kapazität, alle zu versorgen, aber dann wieder. Dafür gibt es ganz viele Empfehlungen, Richtlinien, Leitlinien. Das ist alles sozusagen für die Katastrophenmedizin und die verwandten Bereiche durchgearbeitet. Aber für eine echte, absolute Knappheitssituation, in der auch durch das optimale Steigern und Ausnutzen der Ressourcen und sämtliche sozusagen alles, was man tun kann, also wir haben so verschiedene Stufen am Klinikum, die man dann öffnen kann, um noch mehr Kapazität zu machen. Also man macht quasi alles zur Intensivstation, was irgendwie zu einer Intensivstation gemacht werden kann. Man verlegt alles, was man verlegen kann, man rekrutiert alles dahin, man verteilt alles so gut regional, wie es irgendwie geht. Alles, was man tut und trotzdem hat man nicht genug. Das war Bergamo. Das erinnern Sie alle, das war der Zeitpunkt, in dem viele in der ersten Welle, glaube ich, überhaupt erst verstanden haben, was das eigentlich heißen kann, diese Pandemie. Und das ist eine Situation, die uns jetzt wieder bevorsteht. Ich will das so deutlich sagen. Und letztes Jahr gab es keine Richtlinie. Es gab weltweit keine. Ich habe das damals auch recherchiert. Es gab aus Kanada ein Papier, es gab irgendein Schweizer Papier, es gab so ein, zwei Papiere, die das mal irgendwie angedacht hatten, aber es gab im Prinzip nichts. Und wir haben darüber einfach nachgedacht, was sind die grundlegenden ethischen Fragen und auch rechtlichen Fragen, die überlegt werden müssen, weil das ja eine ganz außergewöhnliche Erweiterung der Grundorientierung ärztlichen Handels bedeutet. Nicht mehr nur das Patientenwohl des einzelnen individuellen Patienten, den man immer sucht, optimal zu behandeln. Das ist sozusagen die ärztliche Richtschnur, sondern mit Blick auf die ganzen anderen Patienten und entsprechend auf die öffentliche Gesundheit, also auf mehr Patienten gleichzeitig. Und diese Erweiterung nicht mehr nur auf den nicht gleichzeitig auf das Individuum, aber auch auf die anderen Patienten zu schauen, das ist ganz außergewöhnlich für unsere medizinische Situation. Wir haben geprüft, welche Kriterien, wenn man denn für diese Situation Kriterien suchen würde, dürfte man denn nicht einsetzen. Denn die allerersten Papiere, die damals aus Italien und auch aus Österreich kamen für diese Situation, die hatten zum Beispiel ein Alterskriterium drin. Die haben gesagt, die machen harte Grenzen beim Alter. Und wir vom Ethikrat haben gesagt, also Alter geht nicht, Geschlecht geht nicht, soziale Rolle geht nicht, aber auch nicht die Lebensdauer. Also was prognostiziert man bei jemandem, wie lange noch jemand lebt, weil er zum Beispiel eine chronische, schwere Erkrankung hat und man weiß, der stirbt in 5 Jahren oder in absehbar oder in 10 Jahren oder so etwas. Das ist in Deutschland verfassungsmäßig nicht möglich. Wir haben weiterhin eine Unterscheidung eingeführt, der Ex-Ante-Triage und der Ex-Post-Triage. Und das ist deswegen wichtig, weil die Ex-Ante-Triage eigentlich diese klassische Triage ist. Da kommen ganz viele und ich kann die alle nicht sofort behandeln. Das ist zwar auch schrecklich und auch ethisch problematisch, aber ist juristisch nicht so schwierig. Man kann einfach nur allen, die kommen, nicht das geben, was sie brauchen. Das ist für den behandelnden Arzt, für die behandelnde Ärztin fürchterlich. Aber das ist noch bei weitem nicht so fürchterlich wie die Situation der Ex-Post-Triage. Die bedeutet, alles ist bummvoll, es füllt sich nicht nur, es ist alles voll und es kommen immer weiter Patienten nach und ich muss irgendwann anfangen zu fragen, nehme ich Leute von der Behandlung weg, um anderen Behandlung zu ermöglichen? Gehe ich also in die Frage rein, wie ist die Prognose bei jemandem? Hat der noch eine Prognose, hängt er da jetzt noch 4 oder 6 Wochen auf der Intensivstation und es kommen gerade 10, die bräuchten nur 3 Tage? Ich mache das jetzt natürlich sehr extrem als Beispiel. Das ist die Ex-Post-Triage, dass man eventuell sogar das laufende Behandlungsmaßnahmen beenden würde. Und in der absoluten Situation, der absoluten Knappheitssituation, geht man davon aus, dass Ex-Post-Triage notwendig würde.
dass man darum nicht herumkommen würde. Es ist ein intensiver Streit. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Das ist auch bis heute noch nicht abschließend besprochen natürlich. Und wir haben in unserer Empfehlung dazu gesagt, es darf für diese Situation der Staat kann dafür keine Vorgaben machen. Der kann nicht sagen, derjenige mit der besseren Prognose verdient das Bett eher als derjenige mit der schlechteren oder irgendwelche anderen Kriterien. Der Staat darf qua Verfassung Leben so nicht bewerten. Aber es darf, sollte diese grässliche Situation auftauchen, dann sollte sie zumindest prinzipienorientiert laufen. Und das heißt auf einer anderen Ebene der Normkonkretisierung, also nicht auf der staatlichen Ebene, sondern dann auf der Praxisebene angeleitet durch Fachgesellschaften, das ist eine andere Ebene der Normkonkretisierung, da dürften dann Leitlinien formuliert werden. Und wir haben uns auf die Leitlinie der DIVI bezogen mit sechs anderen Fachgesellschaften, die damals entwickelt wurde, die inzwischen zu einer S1-Leitlinie geworden ist, auch mehrfach überarbeitet. Einige werden die kennen, da ist die klinische Erfolgsaussicht ein wesentliches Kriterium, dafür gibt es Scores, wie die abgeschätzt werden kann. Und es ist auch verankert ein Mehraugenprinzip, dass das also nicht ein Arzt, eine Ärztin entscheidet, sondern mehrere. Und wir zum Beispiel beim Klinikum haben dann noch zusätzlich das Ad-Hoc-Team Ethik, das da auch nochmal beraten würde. Es ist weiterhin offen, und ich will das extra so offen lassen, sollte man nicht doch eine gesetzliche Regelung machen, wir würden das als Ethikrat, das habe ich Ihnen gerade gesagt, wir würden sagen, der Staat sollte solche Vorgaben nicht machen. Aber es gibt andere, auch andere juristische Kollegen, die sagen, es wäre besser, bei der Zuteilung von Lebenschancen dieser Art und Weise eine parlamentarische Debatte zu führen und dann ein Gesetz zu formulieren. Das ist nach wie vor offen, und es ist auch immer noch nach wie vor offen, ob es eine strafrechtliche Ahndung gäbe von Ex-Post-Triage. Die ist gegenwärtig, das sagen die meisten Juristinnen und Juristen, jedenfalls nicht rechtmäßig. Und wir haben in unserer Empfehlung sowas geschrieben, dass man dann auf die Milde der Rechtsordnung bauen dürfte, aber das ist sehr umstritten. Ich komme zum zweiten Thema, der Impfpriorisierung in aller Munde dieser Tage, und deswegen stelle ich Ihnen ganz kurz diesen Initialprozess vor. Und wir können dann sicher in der Diskussion auch noch darauf eingehen, wie sich das dann entwickelt hat und noch entwickelt und wie da auch die Zukunft aussieht. Aber das ist mir mal wichtig zu erklären, wie eigentlich dieser rechtsethische Rahmen entstanden ist, auf dem die Priorisierung aufbaut. Denn da war der Ethikrat beteiligt. Also es war völlig klar im Sommer schon, nachdem wir die wunderbaren Neuigkeiten alle gehört hatten, dass es wohl eine Aussicht gibt auf wirksame Impfstoffe. Das haben wir alle schon kollektiv wieder vergessen. Was das für ein Wunder ist, das möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Ich habe diese Diskussion ja sehr intensiv nachverfolgt, und das war nicht klar, dass wir die haben würden. Und als es dann im Sommer, Spätsommer spätestens klar war, wir würden wahrscheinlich welche haben, war auch nicht klar, wie gut die sein würden. Also dass das so bombige Erfolge geben würde, das war schlicht nicht absehbar. Das nur mal hier markiert, um sozusagen die kollektive Dankbarkeit noch in der Hinsicht auch einmal anzureizen. Aber was jedenfalls klar war, nicht in welchem Ausmaß, und da können wir trefflich darüber diskutieren, was die Bedingungen dieser Knappheit waren, aber es war jedenfalls klar, sie würden am Anfang knapp sein. Und deswegen ist eine Priorisierung notwendig. Das war damals auch schon klar, denn man kann so etwas dann natürlich nicht, da es um die Zuteilung von Lebensschutzchancen geht, nur medizinisch zuteilen, sondern da müssen rechtsethische Grundlagen mit einbezogen werden. Der Bundesgesundheitsminister hat uns gebeten, gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission und der Leopoldina der Nationalen Akademie der Wissenschaften da den rechtsethischen Rahmen auszubuchstabieren. Und das haben wir getan. Wir haben uns eine Reihe von Prinzipien angeschaut, die ich jetzt nur nenne, die wir sehr gerne dann in der Diskussion ausdiskutieren oder weiter näher noch bestimmen können. Das Prinzip der Selbstbestimmung, was uns unter anderem dazu geführt hat, gegen eine allgemeine Impfpflicht uns auszusprechen. Das Prinzip der Schadensvermeidung in unterschiedlichsten Variationen und das Prinzip der Wohltätigkeit, bei dem wir gesagt haben, das tritt hier in den Hintergrund. Also es geht nicht um optimale Betreuung, sondern es geht um einen guten Schutz möglichst vieler.
dass die möglichst dazu beiträgt, dass besonders viel Schaden, da haben wir geguckt, individuell, kollektiv und so weiter und so fort, gesellschaftlich vermieden wird. Dann natürlich Gerechtigkeitsfragen, also ist es überhaupt gerechtfertigt, da zu priorisieren? Und wir haben ganz simpel gesagt, dass diejenigen, die einfach eine ganz andere Risikokonstellation haben, auch anders behandelt werden dürfen. Also Ungleiche, Ungleich, Gleiche, Gleich. Ganz klassische Gerechtigkeitsprinzipien. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wer ganz besonders gefährdet ist, der darf, das ist es gerechtfertigt, dessen Schutz auch zu priorisieren. Wir haben ähnliche Überlegungen ergeben sich aus der Solidarität, also dass wir sozusagen, dass viele von uns unseren Anspruch zurückstellen, um diejenigen zu schützen, die am vulnerabelsten und am schwächsten sind. Und all das fließt zusammen in einem gemischt medizinisch-ethischen Prinzip, nämlich der Dringlichkeit. Vorletzter Punkt, wir haben dann 4 Impfziele definiert. Einmal die Verhinderung schwerer Verläufe und Todesfälle als primäres Ziel zu der Zeit. Ich möchte daran erinnern, dass im Oktober, als wir das geschrieben haben, und im November, als es rausgekommen ist, völlig unklar war, ob die Impfungen die Transmission, also die Weiterverbreitung des Virus durch Geimpfte verhindern würden. Das war völlig unklar. Und dass das so gut aussieht, wie es jetzt aussieht, ist auch noch nicht lange tatsächlich bekannt. Zweites Impfziel, Schutz von denjenigen, die sich im Beruf besonderen Risiken aussetzen und im Beruf wiederum andere anstecken können, also Expositionsschutz und berufliche Indikation, dann auch Verhinderung von Transmission, Schutz in Umgebung mit vielen vulnerablen Personen und bei hohem Ausbruchspotenzial, also diese großen Ausbruchscluster, ganz explizit zurückgestellt, weil wir das noch nicht wussten mit der Transmission, und die Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens. Und dabei ist dann das rausgekommen, was die meisten von Ihnen kennen, diese 3 bevorzugten Gruppen. Menschen mit signifikant erhöhten Risiken für schwere Verläufe bzw. Todesfälle. Das sind insbesondere die Hochalten gewesen mit drastisch erhöhten Risiken, gerade die in den Pflegeheimen, also um zum Teil 1000-fach erhöhten Risiken, aber auch Menschen mit bestimmten Risikoerkrankungen. Mitarbeitende im Gesundheitswesen mit erhöhtem Risiko, also da wird ja, das wird ja, ist ja graduiert worden dann durch die STIKO, und schließlich Menschen mit Schlüsselfunktion in basalen Bereichen der Daseinsvorsorge und der Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktion. Dieser Rahmen, bis dahin sind wir sozusagen dabei gewesen. Und das hat dann die STIKO genommen und mit der Evidenz unterlegt zu den Risikogruppen. Und das will ich hier jetzt schon offen sagen, die Ethiker durchaus überrascht, durch die Menge der Gruppen, die sie dann aufgenommen haben und in die Priorisierung sozusagen umgesetzt haben. Das ist dann wiederum in die BMG-Verordnung, die Impfverordnung, gegossen worden. Da gab es schon leichte Abweichungen. Und wie Sie wissen, sind sowohl die STIKO-Empfehlung als auch die BMG-Impfverordnung inzwischen, glaube ich, in der 4. Version. Also das sind lebende Dokumente. Das haben wir auch schon in unseren rechtsethischen Rahmen geschrieben. Das muss immer wieder angepasst werden. Es ist außergewöhnlich, dass das so kontinuierlich angepasst wird. Wird ja auch immer, wenn neue Impfstoffe kommen, angepasst. Wenn es irgendwelche Ereignisse gibt, so wie jetzt bei AstraZeneca und so weiter und so fort. Da waren wir von der Ethik nicht mehr mit beteiligt. Wir haben das nur noch ab und zu kommentiert öffentlich, mal so, mal so. Aber das war der Prozess und das ist mir wichtig. Die grundlegende Stoßrichtung und die grundlegende Funktion dieser Priorisierung ist nach wie vor aus meiner Sicht absolut richtig und war notwendig und ist noch leider, weil wir in der 3. Welle sind, notwendig und hat viele, viele Menschenleben gerettet, weil es tatsächlich gelungen ist, diejenigen zu schützen, die am ehesten schwer erkranken und sterben. Das heißt nicht, dass das auf alle Ewigkeit in Stein gemeißelt ist. Und ich bin gespannt, ob wir darüber sprechen in der Diskussion, wie das Ganze sich jetzt weiterentwickeln kann. Deswegen komme ich zum Ausblick. Ethische Politikberatung, so hoffe ich jedenfalls, muss ich hoffen, kann in Krisen durchaus Orientierung bieten und begründen, warum bestimmte Entscheidungen gefällt werden, kann diese vielleicht auch verbessern. Aber das ist mir wichtig. Wir übernehmen natürlich nicht die Verantwortung für Entscheidungen, weil wir gar nicht entscheiden. Das macht weiterhin die Politik. Als Ethikerin muss ich auch immer sagen, Revision und Adjustierung sind ganz wichtig, so frustrierend wir das alle im Moment erleben, diese ständigen Veränderungen und immer Nacharbeiten. Ich glaube, das zehrt an uns allen, aber das ist aus ethischer Perspektive ganz wichtig. Veränderte Situation erfordert verändertes Vorgehen. Ethische Analyse kann öffentliche Debatte fördern und auch Vertrauen schaffen.
Das ist bei den weiteren Themen, die wir gemacht haben, zum Beispiel was die besonderen Regeln für Geimpfte anbelangt, nur teilweise gelungen. Das ist also eine Diskussion, die sehr, sehr kontrovers geblieben ist und bei der die Polarität, die auch bei uns im Rat besteht, fortbesteht. Also ich bin gespannt, ob das einige von Ihnen in der Diskussion aufwerfen. Wir werden uns als nächstes vornehmen, lernen in, sollte ich sagen, und aus der Krise. Also wir blicken gerade in unserer AG, die sich mit dieser Pandemie beschäftigt, auf die nähere Zukunft und hoffen, da den ein oder anderen Impuls zu setzen. Und damit komme ich zum Ende. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Büchs. Hätte Ihnen noch viel länger zugehört, aber jetzt freue ich mich, dass wir darüber diskutieren. Vielleicht eine Anmerkung. Die Webseite des Deutschen Ethikrats, die ist klasse. Also wer noch nicht drauf gewesen ist, also eine Empfehlung, da stehen die Gutachten, da stehen auch Kommentare, auch Podcasts sind da. Also das lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen und sich die Sachen anzuschauen. Ich würde mal anfangen mit der Triage, weil das ja das erste Thema war. Natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ich habe in der Vorbereitung jetzt, Sie haben es auch erwähnt, gelernt, dass die Ex-Post-Triage, also darf ich jemand die Maschine abstellen, auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Also es ist nicht nur eine ethische Frage, sondern auch eine juristische Frage. Die Ex-Ante-Triage habe ich jetzt auch verstanden, sozusagen das Prinzip ist, ich glaube, die Feuerwehr hat ein ähnliches Prinzip. Wenn die in einem Haus löscht und sich die Frage stellt, ich kann links jemand retten und rechts jemand retten, dann ist das Kriterium, wo habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, die Person zu retten und nicht, das ist ein Säugling und das ist ein 70-Jähriger, ich rette den Säugling, also weil der hat halt noch sein Leben vor sich, die 70-Jährige oder der 70-Jährige nicht. Wobei vielleicht, wenn ich da die erste Frage geben kann, diese Lebensdauer einbeziehen, es wäre nicht unethisch, die einzubeziehen. Also die Ethik kann mir hier nicht scharf geben, also die Briten zum Beispiel haben ja diese qualitätsadjustierten Lebensjahre auch in der Medizin viel stärker, als wir das in Deutschland haben. Man würde es nicht sagen, es wäre unethisch, wenn ich Lebensjahre einziehe. Ihr Argument war, es ist im Moment juristisch nicht erlaubt, Lebensjahre zu berücksichtigen. Wenn Sie das sozusagen als den ersten Punkt einwerfen, das ist nämlich ganz spannend für die Gerechtigkeitstheoretikerin. Also da gibt es einen langen Streit. Die qualitätsadjustierten Lebensjahre, die Qualis, die Dalis und was es da so alles gibt, die sind ja durchaus auch umstritten. Und die haben wir ja auch in Deutschland. Da gebe ich aber zu, aus juristischen Gründen vor allem und verfassungsrechtlichen Gründen nie eingeführt in der Gesundheitsökonomie, was meine gesundheitsökonomischen Kollegen, mit denen ich fruchtbar zusammenarbeite, immer durchaus teilweise jedenfalls bedauert haben. Aber es gibt ja auch eine grundlegende ethische Diskussion, ob Alterskriterien verschiedener Art ethisch zu rechtfertigen sind. Da gibt es das einmal das Fair-Innings-Argument. Zu sagen, das ist das, der Säugling hat noch sein ganzes, der hat noch nicht gelebt, der ist so jung, dem nimmt man, wenn man ihn sterben lässt, sein ganzes Leben und jemand mit 70, der hat schon 70 Jahre hinter sich, das sind die Innings, ne? Das kommt vom Baseball, also wie oft bin ich sozusagen schon ums Feld gerannt oder wie, also um wie viele Innings des Feldes bin ich schon gerannt. Das ist ein fairnessbasiertes Argument. Das lehnen andere wieder ab, weil sie sagen, naja, aber der 70-Jährige hat sozusagen ganz viel eingebracht in diese Welt und hat ganz viele Beziehungen und ist ganz verhaftet und hat sozusagen viel höhere Stakes, die er verliert, als der Säugling. Also da gibt es Pro und Contra. Dann gibt es so kommunitaristische Argumente, die vorgebracht werden, dass man sagt, naja, also eine Gesellschaft sollte eigentlich sagen, wir sollten nicht nur sozusagen auf das längste Leben gucken des Individuums, sondern eher, welche Lebensspanne ist eigentlich für ein Gemeinwesen sozusagen eine Lebensspanne, bei der man sagt, da hat man ein gutes Leben gelebt und dann, wenn es dann in den Tod gehen soll, ist das in Ordnung. Das ist sehr aristotelisch, tugendethisch, kommunitaristisch geprägt. Dem wird natürlich wiederum widersprochen, dass das Altersdiskriminierung ist. Also einfach zu sagen, das ist jetzt gut, wir definieren jetzt sozusagen 70 oder 75 oder 80 als ein Leben, das gut genug war als Kollektiv, das ist natürlich extrem umstritten. Und dann letzter Punkt, es gibt noch viele andere, aber das sind so die drei wesentlichen in der Ethik, gibt es den Ansatz zu sagen, dass man Lebensspannen orientiert gucken sollte. Also, dass man sozusagen gucken sollte, was ist jeweils fair, nicht unbedingt
Also über die Kohorten, innerhalb einer Kohorte, was die Verteilung von Gütern oder Chancen oder Ressourcen oder sonstigen anbelangt, auf der einen Seite. Und was ist fair, aber dann eben nicht individuell betrachtet, sondern über die sozusagen Alterskohorten, wenn man jetzt beispielsweise die Verteilung, ich sage jetzt mal Kohorte 15 bis 30 versus 30 bis 45 und so weiter und so fort. Und daraus kann man natürlich auch einiges ableiten. Das ist im Mainstream der Gerechtigkeitstheorie ein relativ anerkannter Ansatz. Hilft einem bei der Triage-Situation überhaupt nicht. Wie immer ist das bei diesen gerechtigkeitstheoretisch-philosophischen, deswegen, also ich gebe Ihnen recht, es gibt Ansätze, die gute Argumente für die Berücksichtigung des Alters bringen. Das Problem in der Triage-Situation ist, dass man tatsächlich sagen müsste, und da berühren sich die verfassungsrechtlichen und die ethischen Dimensionen, man müsste sagen, ich habe jetzt diese zwei Patienten, ich vereinfache wieder ganz drastisch, und der lebt jetzt noch 7 Jahre und der lebt 3 Jahre von der Prognose her. Und ich sage jetzt, der mit den 3 Jahren, der ist einfach wichtiger, den ziehe ich vor. Ich mache eine reine Maximierung an Lebensjahren. Und das ist eigentlich etwas, diese Art von utilitaristischem Maximierungskalkül würde systematisch alle Menschen benachteiligen, die älter sind, natürlich. Und systematisch aber auch alle Menschen benachteiligen, die sozusagen irgendeine Erkrankung haben. Und da muss ich sagen, das ist schon auch eine ethische Reduktion dann natürlich. Also es ist verfassungsmäßig extrem problematisch, das haben wir schon besprochen, aber es ist auch ethisch durchaus problematisch zu sagen, den Menschen dann zu reduzieren, in diese Art Kalkül zu reduzieren, nur auf die Lebensdauer. Das ist jedenfalls ethisch nicht eindeutig unumstritten, um es mal euphemistisch zu formulieren. Also bei der Triage ist es ja wirklich extrem, weil hier geht es um Leben und Tod. Diese Themen wie Qualis sind ja auch im allgemeinen Gesundheitssystem, wo ja auch priorisiert wird und auch rationiert wird, auch da sind ja nicht die Ressourcen unendlich. Und ich sehe die Problematik, die Ökonomie kann, also wir sind ja auch die Wissenschaft der knappen Ressourcen, eigentlich ist das ja unser Feld, ja. Wir haben das Pareto-Prinzip, das hilft da auch nicht weiter in diesem Fall, und Zahlungsbereitschaft lohnt sich da auch nicht. Aber eine Sache, da bin ich doch drüber gestolpert, weil Sie haben es jetzt in den Folien auch gehabt, Sie sagen, das sollen aber die Leitlinien der Fachgesellschaften Informationen geben. Und ich hätte gesagt, gerade bei so einer wichtigen, wer entscheidet darüber, wenn wir keine Prinzipien haben? Hätte ich gesagt, das muss doch bitte schön das gewählte Organ sein und nicht die Fachgesellschaften. Experten wissen ja, also wenn es darum geht, besser und schlechter zu machen, dann entscheiden die Experten. Aber hier geht es um die Frage, wie teile ich knappe Ressourcen zu, die ich jetzt nicht in Märkten lösen kann, das würden wir Ökonomen immer sagen. Ne? Das ist, warum Sie sich da gegen den Staat entscheiden, das ist mir nicht. Also gibt es da ein gutes Argument oder war das umstritten in der Kommission oder ist das? Da gibt es eine hohe Meinungspluralität dazu. Ich spreche jetzt hier natürlich, ich vertrete jetzt die Ratsposition. Und die ist tatsächlich in der Hinsicht verfassungsrechtlich geprägt. Das ist etwas, was unsere Verfassungsjuristen uns sozusagen aufgetragen und hineingeschrieben haben. Dass sie sagen, das ist in Deutschland qua Verfassung nicht möglich, dass der Staat in dieser Art und Weise Leben gegen Leben abwägt und materiale Kriterien, also der Staat darf schon sagen, man muss so viele Leben wie möglich retten, man muss die Ressourcen so gut wie möglich einsetzen und solche sozusagen prozeduralen Dinge, das darf der Staat machen und sagen. Aber er darf nicht materiale Kriterien vorgeben, nach denen man sagt, der ja und der nein. Ich gebe das nur wieder. Ich bin keine Verfassungsjuristin, deswegen das ist nicht meine Baustelle. Da kann ich nur sagen, wenn mir die Verfassungsjuristen bei uns im Rat sagen, so und so ist das, naja, welchen Teufel tun denen sagen, das ist nicht so. Aber als Ethikerin, und jetzt spreche ich nicht als Vorsitzende, höre ich ihr Argument, und das wird ja sehr intensiv diskutiert, lassen Sie mich das noch zu Ende führen. Und dann ist die Idee, wenn man sagt, der Staat kann es nicht machen, dann ist die natürlich sehr folgerichtig zu sagen, na, irgendwer muss Prinzipien entwickeln. Und dann darf man das delegieren, wenn Sie so wollen,
an Fachgesellschaften, die im Übrigen ja nicht nur medizinische Fachgesellschaften sein müssen. Also die DIVI war ja sehr klug und die haben sich eine intensive juristische Beratung beispielsweise reingeholt. Also, wenn ich das richtig erinnere, hat Herr Taupitz, der ja irgendwie 8 Jahre in diesem Ethikrat, 8 Jahre im nationalen Ethikrat war, also ein ganz ausgewiesener Medizinrechtler, den ja wahrscheinlich auch der ein oder andere, die ein oder andere hier im Kreis kennt, mitberaten, und andere Juristen haben da mitberaten. Also das war interdisziplinär. Und auf der Ebene kann dann so etwas entwickelt werden. Also das wäre das Expertenmodell. Und das ist folgerichtig, wenn man sagt, Staat sollte da nichts dabei zu tun haben. Es gibt auch jene, die sagen, ui, da spüren wir Unbehagen, wenn es um so etwas Fundamentales geht wie die Zuteilung von Lebenschancen, das ist es letztlich, dann muss das demokratisch legitimiert werden, muss durchs Parlament, und es sollte eine parlamentarische Diskussion dazu geben und es sollte dann auf dem ganz üblichen Weg der Gesetzgebung diskutiert werden. Das hat natürlich auch etwas für sich. Die Bundesärztekammer hat das zum Beispiel so formuliert. Die hat gesagt, wir wollen das gar nicht machen, wir aus der Ärzteschaft. Da fühlen wir uns überfordert. Bitte gebt uns da was an die Hand, was sozusagen auf dem klassischen Wege der demokratischen Legitimation tatsächlich erarbeitet wurde. Das Gegenargument darüber, und dann höre ich auch damit auf, aber nur, dass Sie sehen, dass das eben wirklich sehr komplexe Dinge sind, ist zu sagen, so etwas wiederum in das Forum zu geben, das eben nicht nur sachorientiert argumentiert, sondern immer auch politisch, natürlich. Also ist sehr schwierig, und wenn, dann müsste man was machen, wie man das immer bei solchen sehr normativen, sehr wert auch durchtränkten Themen macht, dass man es ohne Fraktionszwang macht und so weiter, wie das bei solchen Debatten dann funktioniert. Aber es gibt dann wieder andere, die sagen, also eigentlich sind wir uns dann doch, finden wir es doch besser, wenn es interdisziplinär aufgestellte Expertinnen und Experten machen, ganz breit, ganz transparent, in der regelmäßige Überarbeitung und so weiter und so fort. Also da gibt es beide Argumentationen, von denen ich glaube, dass sie beide ganz gut begründet werden können. Ich verrate Ihnen jetzt nicht abschließend, welcher ich folge. Vielleicht können Sie das sozusagen aus meinen Ausführungen schon ablesen, aber für den Ethikrat haben wir uns stärker für die verfassungsmäßige, für das verfassungsgemäße Vorgehen entschieden. Sagen wir so, Verfassungsrechtler sind auch nicht immer einer Meinung, also auch da gibt es Streit. Insofern muss man auch das berücksichtigen. Und das Problem natürlich mit der Expertenkommission, ich bin ja auch in einigen, aber am Ende entscheidet schon die Politik, weil die kann man halt abwählen. Also wenn es mir nicht gefällt, wüsste ich nicht, wen ich jetzt abwählen sollte, also bei den Triage-Regeln. Aber vielleicht, wir kommen darauf noch zurück, weil ich würde die Übergänge machen, also zur Impfpriorisierung. Das ist ja auch knappe Ressourcen, wie sie verteilt werden. Also nicht, also ähnlich wie bei der Triage. Wie gehe ich mit knappen Ressourcen um? Und jetzt sind doch zwei Sachen auffällig. Das eine ist, die Politik hat entschieden, hier darf sie, ja, also ich weiß gar nicht, was die Verfassungsrechtler, ob sie bei der Sitzung nicht dabei waren, ja. Wieso durften hier die Politik entscheiden und nicht eine Fachkommission, ja? Weil hier geht es auch um Lebensfragen, ja, also Lebenschancen. Wer nicht geimpft wird, hat halt einfach ein höheres Risiko, das Virus zu bekommen. Und die zweite Sache ist, hier geht das Alter als Diskriminierungsgrund. Hier ist das Alter akzeptiert. Ja, das habe ich nicht verstanden. Muss ich jetzt rein. Ja, das ist, beides muss ich ein bisschen korrigieren. Also zum ersten Punkt haben Sie gerade gesagt, die Politik hat entschieden, dass, je nachdem, was man darunter versteht, es wurde sehr kritisiert, dass nicht das Parlament die Impfpriorisierung gemacht hat. Politik exekutiv, für genau, gewählte Politiker. Genau. Ja. Ja, das müssen wir nur klarziehen. Ja, also es ist exekutiv weggegangen. Wir haben in das Papier durchaus klar hineingeschrieben, dass wir eine parlamentarische Beteiligung vorschlagen würden. Aber wir haben auch gesagt, der Verordnungsweg ist auch eine Möglichkeit. Aber das war beides drin. Das wollte ich nur sagen. Also das ist, es ist eine Entscheidung der Politik gewesen auf der Grundlage nicht nur dieses rechtsethischen Rahmens, sondern dann ja auch einer Behörde, die in Deutschland tatsächlich qua gesetzlichem Auftrag, nämlich die Ständige Impfkommission, zuständig ist dafür, für diesen Bereich der Impfungen der Politik Empfehlungen zu geben. Und auf dieser Grundlage hat dann die Politik entschieden. Also deswegen würde ich das in diesem Fall tatsächlich
insofern unterscheiden und jedenfalls nicht gleichsetzen damit, dass da der Staat, so wie in der Art und Weise, wie wir es bei der Triage gesagt haben, sondern die Exekutive hat im Prinzip die Empfehlung einer Expertenkommission, also sozusagen analogon der Fachgesellschaften im Triagefall, genommen und in eine Verordnung gegossen. Nicht eins zu eins, aber ziemlich weitgehend. Und da kann man sich jetzt über die Details streiten. Also das wollte ich nur mal formulieren. Dennoch haben Sie absolut recht, dass dieser Prozess, und wie ich finde auch völlig zu Recht, intensiv diskutiert wurde. Und auch da haben die Verfassungsrechtler lustigerweise sehr klar gesagt, das sind dann die anderen Verfassungsrechtler, also der Widerspruch, auf den Sie hinweisen, den gebe ich Ihnen. Da gab es ja eine öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss, bei der ich auch dabei war, wo einige Verfassungsrechtler gesagt haben, also natürlich muss man das gesetzlich regeln, selbstverständlich muss das durchs Parlament und klarerweise muss der Staat das machen. Also aber das ist etwas, wir haben beide Wege sozusagen vorgeschlagen und das ist dann so, wie das gelaufen ist. Und jetzt aber zum Alter. Das ist wirklich wichtig, dass da kein Missverständnis entsteht. Alter als solches, das steht explizit in diesem Positionspapier drin. Alter als solches haben wir nicht als Kriterium eingesetzt, sondern Alter kommt nur indirekt hinein, weil das Alter der mit Abstand höchste Risikofaktor ist für einen schweren Verlauf bzw. Tod von Covid. Das ist leider so. Das hat damals, war die Evidenz schon sehr, sehr klar, was das anbelangt. Und das heißt, Alter ist nur indirekt über das Risiko drin, aber wir haben es nicht als ein unabhängiges Kriterium hineingebracht. Die Impfverordnung und die STIKO haben das Alter noch stärker nuanciert, dadurch, dass sie sozusagen gesagt haben, alle über 80, alle über 70, alle über 60. Das hätten wir, wenn wir es alleine gemacht hätten, wahrscheinlich noch stärker nuanciert und hätten noch stärker wirklich nur die Gruppen auch innerhalb dessen angeschaut, mit Blick auf ihr tatsächliches Risiko. Aber das korreliert so eng tatsächlich, und deswegen haben das ja auch die meisten anderen Länder ja nur nach Alter priorisiert, aber oder viele, das korreliert so eng mit dem Risiko, dass das quasi ein Alterskriterium ist, das aber über das Risiko begründet wird. Deswegen trifft der Vorwurf der Altersdiskriminierung oder der Altersbevorzugung nicht zu, sondern es ist wirklich diese multikriteriale Geschichte, diese verschiedenen ethischen Prinzipien, die da zusammengekommen sind, und ein ganz, ganz wesentliches ist eben, wie hoch ist die Gefahr, schwer zu erkranken oder zu versterben. Und bei der Triage ist es nicht so. Also die Behandlungswahrscheinlichkeit, ist Alter nicht da auch ein sehr starker Prädiktor? Natürlich. Das ist, und gut, dass Sie das jetzt sagen. Vielen Dank. Ja. Das ist völlig richtig. Es kommt bei der Triage, wenn man jetzt diese S1-Leitlinie nimmt, die klinische Erfolgswahrscheinlichkeit, das ist ja das wesentliche Kriterium, genau. Da kommt natürlich das Alter mit rein, wieder auf dem indirekten Wege. Es ist ja jedem, der was mit Medizin zu tun hat, der weiß, dass natürlich Alter ein ganz wichtiger Faktor ist für die Erfolgswahrscheinlichkeit. Also das ist ja, überleben die Patientinnen und Patienten die intensivmedizinische Behandlung, das ist die klinische Erfolgswahrscheinlichkeit. Und die ist viel höher bei jemandem, der jünger ist. Es sei denn, diese Person hat ganz, ganz schlimme Vorerkrankungen, als bei jemandem, der älter ist im Schnitt. Entsprechend, genau wie bei der Impfpriorisierung, kommt das Alter indirekt als ein Kriterium hinzu, aber es ist nicht ein unabhängiges Kriterium. Das wäre sozusagen diskriminierend, aber dass es natürlich indirekt über Risiko beziehungsweise über Erfolgswahrscheinlichkeit eine Rolle spielt, das ist dann keine Altersdiskriminierung. Und man kann weil es ein relevanter sagen, Faktor ist. Genau, Triage entscheiden am Ende die Ärztinnen und Ärzte, die können das beurteilen und hier brauchen wir formale Regeln, deswegen ist das Alter dann doch wieder dabei. Ich will nur, ist nur so am Rande, aber die neben dem Alter ist ein hohes Risiko bei Männern. Und die sind jetzt sozusagen bei der Triage, sind die Männer mit der Überlebenswahrscheinlichkeit, werden die vermutlich geringere Chancen haben, an dieses Gerät zu kommen, ja, wenn man diese medizinischen Kriterien nimmt. Das Alter ist aber ein hartes Kriterium, das ist nicht geschlechtsgebunden, die über 80-Jährigen bei den Impfen. Also es gibt natürlich noch andere Kriterien, die man berücksichtigen kann, aber ich glaube, egal wie man es macht, man läuft immer in irgendwelche
sozusagen Widerspruchsreihe. Am Ende hat ja das BMG auch nicht das gemacht, was Sie vorgeschlagen haben. Das ist ja mehrfach geändert worden und das. Nee, aber den Punkt wollte ich, weil es ist schon, es stellt sich schon anders dar. Ich will eine Frage stellen. Wir machen ja hier viele Verteilungsthemen. Und eine Sache, die in den letzten Jahren recht groß geworden ist, ist, dass man in Systemen, wo zugeteilt wird, versucht, die Präferenzen derjenigen zu greifen, die halt die Zuteilung bekommen. Also um ein Beispiel mal raus aus der Gesundheit, im Flüchtlinge. Flüchtlinge in Großbritannien werden auf Orte zugeteilt. Also Flüchtlinge kommen, werden zentral registriert und dann werden die auf verschiedene Regionen zugeteilt. Und da sind die Kriterien so, haben wir genügend Schulplätze für die, haben wir Wohnort für die. Also nach den Kriterien werden dann diese Flüchtlinge verteilt. Und was man jetzt in den letzten Jahren übergangen ist, dass man gesagt hat, okay, was wollen denn die Flüchtlinge? Vielleicht will jemand lieber nach Nordengland, weil er da Verwandte hat, oder jemand will lieber nach Südengland, auch was für Gründe, weil er da bessere Arbeit hat. Also man versucht, die Präferenzen der Menschen, die das gut bekommen, die Zuteilung, mit aufzunehmen. Jetzt haben wir hier bei der Impfpriorisierung formale Kriterien, die nicht die Präferenzen der Menschen berücksichtigen. Also es könnte ja gut sein, dass ich sage, ich arbeite im Unternehmen, ich muss mit den 20 Leuten da zusammentreffen, weil das ist ein Zuliefererbetrieb, da wir sitzen, wir haben enge Räume. Ich würde gern früher geimpft werden, wenn jetzt ich als Person sage, ich habe hier ein Einzelbüro, ich kann auch Homeoffice machen, ich könnte auch später geimpft werden. Ja, jetzt die Frage ist also, ob man nicht innerhalb einer Priorisierungsgruppe, es geht ja dann nur um die Frage, wer kommt früher und später dran, ja, nicht auch den Wünschen, den Präferenzen der Menschen sozusagen berücksichtigen kann, indem man zum Beispiel sagt, ihr könnt tauschen, ihr könnt eure Termine tauschen. Oder wir Ökonomen sind ja immer ein bisschen Schritt weiter, wir würden handeln. Ja, ihr könnt die handeln. Wir machen einen Ticketmarkt für Impftermine. Ja, ist das jenseits des Denkens und oder ist das nicht eigentlich der nächste Schritt, dass man sagt, wenn wir die Priorisierung haben, das ist sozusagen die staatliche Vorgabe oder medizinische und ethische Vorgabe, aber innerhalb der Priorisierung kann dann ein Markt entstehen. Oder nicht ein Markt, ein Tauschhandel, ein Tauschgeschäft entstehen, was auch immer für Möglichkeiten. Einen Satz möchte ich noch zum vorherigen Thema, weil mir das wichtig ist. Es gibt da viele Unterschiede, aber dass das Alter jeweils nur ein indirektes Kriterium ist, das ist für beide gleich. Also da waren wir uns aber, glaube ich, einig. Das wollte ich nur noch mal klar ziehen. In den Unterlagen, also, aber es ist, weil es ein indirektes Kriterium ist, ist es damit drauf. Genau. Aber da sind wir uns, ansonsten gibt es viele, viele Unterschiede. Ja, so, und das ist ja eine wirklich sehr spannende Frage. Und jetzt sage ich mal aus dem Bauch heraus, das mit den Präferenzen. Etwas, was man mir als Ethikerin auch immer wieder sagt, sage ich jetzt dem Ökonomen, ist irgendwie ironisch, das ist schlicht praktisch nicht machbar. Das höre ich ja auch immer wieder, ihr mit euren ethischen Ideen, wie kommt ihr denn darum? Also wir haben, nachdem diese Priorisierung, mit dem Tag, mit dem wir diesen ersten Rahmen im November formuliert haben, habe ich stapelweise, ich übertreibe wirklich nicht, jeden Tag ganz viele, monatelang Zuschriften gekriegt von Fachgesellschaften, von Patientenorganisationen, von einzelnen Personen, ganz viele, die mir gesagt haben, warum sie unbedingt als Erste geimpft werden müssen. Der Herr Mertens von der STIKO, die haben das dann ja sozusagen wirklich eben mit der jeweiligen Evidenz vereint, diesen Rahmen, und dann die entsprechende Empfehlung gemacht. Der hatte also stapelweise. Ich bin also, was das anbelangt, ein bisschen pessimistisch, dass wir die Präferenzen in sozusagen einer fairen Art und Weise einbringen könnten, weil sich mir da doch erstaunlich stark dargestellt hat, wie wenig klar war, dass das, also jetzt ganz platt gesprochen, ein Nullsummspielen ist am Anfang, ne? Und wenn man eine Gruppe höher rankt, dann muss irgendeine runter, weil es einfach wirklich nur so wenig gibt initial. Und darum ging es vor allem. Also es ging überhaupt nicht horizontal innerhalb der Priorisierungsgruppe, da komme ich noch gleich dazu, sondern es ging tatsächlich um das Hochgerankt-Werden. Das haben Sie ja öffentlich wahrscheinlich auch wahrgenommen. Da hat es ja von Anfang an Diskussionen gegeben. Gleichzeitig hat es das Phänomen gegeben, dass viele alte Menschen gesagt haben, sie würden das so gern ihren Kindern geben, die im Krankenhaus arbeiten, oder ihrer Schwägerin, die Erzieherin ist oder sowas. Also da gab's, es gab das gleiche Phänomen, aber es ging immer um
sozusagen die vertikale Priorisierung. Und meine Erfahrung dabei war, dass dass das so kompliziert ist zu erklären, wie eine gut begründete vertikale Priorisierung aussehen kann, dass ich glauben würde, das wäre eine Überforderung, insbesondere wenn das alles so schnell gehen muss, wie das jetzt ging. Also wenn wir Jahre Zeit hätten, dann könnten wir halt diese ganzen Modelle, die ja auch die Ökonomen machen, wie sie dann die Präferenzen messen, wie sie da vorher die Leute auf Wissensstand bringen und dann können die sagen, wie viel würden sie denn zahlen für dies und das und so weiter. Also dann könnte man das super vorbereiten und ich glaube, dann wäre das ein tolles Modell für eine vertikale Priorisierung. Aber das schien mir jetzt angesichts dessen, wie die Interessen da losbrachen, vor allem fürs Hochpriorisieren und zum Teil aber auch fürs Runterpriorisieren, tatsächlich nicht umsetzbar, was das Horizontale anbelangt, finde ich das extrem spannend. Denn es haben sehr viele Menschen recht frühzeitig schon gesagt, ui, die Gruppen sind riesig und sollte man nicht noch innerhalb der Gruppen priorisieren und könnte man da vielleicht eine Optimierung der Verimpfung, also jetzt ganz praktisch gesprochen, wir haben ja Probleme vor allem, wir haben nicht Probleme mit der Priorisierung als solcher, sondern wir haben Probleme mit der praktischen Umsetzung. Ist ja offenkundig in Deutschland wahnsinnig schwierig, ein ordentliches Einladungsmanagement zu machen für sowas. Das war mir auch nicht klar. Aber das ist ja leider offensichtlich wirklich der Fall. Haben wir ja alle kollektiv gelernt, dass da einiges im Argen liegt, was das Organisatorische anbelangt. Das ist ein Problem. Aber das andere Problem ist natürlich auch, dass wir sehr unterschiedliche Impfbereitschaften haben. Und die machen es natürlich auch langsamer. Wenn ich der einen Gruppe jetzt Impftermine anbiete, ich spreche jetzt mal sehr, sehr, sehr holzschnittartig, und die nimmt das einfach nicht, dann verlangsamt das sozusagen für die nächste Gruppe, die danach eigentlich dran wäre, den Prozess. Und deswegen finde ich Ihre Idee auch aus ethischer Perspektive sehr spannend, wenn Sie das Tempo, denn das ist ein ethisches Gebot, dass wir vorankommen, dass wir den Schutz verbessern. Wir haben immer gesagt, eine gewisse Flexibilität ist okay, Pragmatik ist okay, überlappendes Einladen ist okay. Wenn Sie also sozusagen da Modelle bauen könnten, wie man das aber wirklich in der Praxis, also es müsste halt irgendwie in der Praxis funktionieren, dass das geht. Und ich weiß nicht, wie man das mit den niedergelassenen Arztpraxen, die das jetzt machen, und den Impfzentren wirklich hinkriegen würde. Aber dann wäre das aus meiner Sicht jedenfalls ethisch, glaube ich, nicht problematisch. Ich müsste es nochmal genauer durchanalysieren, aber jetzt so aus dem Bauch geschossen, fände ich das für die horizontale Priorisierung wirklich extrem spannend. Bei der vertikalen, wie gesagt, glaube ich, sind die Interessen so stark in so einer Knappheitssituation, da wäre ich skeptisch. Das ist ja auch was anderes als bei den Flüchtlingen. Da gibt es ja nicht diese absolute Knappheitssituation einer Lebenschancenzuteilung. Das ist ja eine andere Situation. Ja, aber man hat es schon auch bei Schulplätzen, bei Kindergartenplätzen, die sind schon absolut knapp. Da kann man dann ein bisschen noch ergänzen, aber nicht in diesem Ausmaße. Und ich glaube, mit den Ärzten, Impfungen... Aber da geht es, Verzeihung, wenn ich fragen darf, das ist auch eher eine horizontale Verteilung, genau, und eben nicht so eine vertikale. Wir reden über und deswegen finde ich das für horizontal extrem spannend, genau. Und wäre fast versucht, die Ökonomie sozusagen zu bitten, da was zu entwickeln, wenn das helfen könnte, dass wir da ein bisschen Zug reinkriegen. Noch sehr mehr gerne. Zug. Ich komme nachher nochmal auf die Ökonomen. Ist, glaube ich, ein interessanter Punkt. Ich glaube, auch durch die Ärzte haben wir eine gewisse horizontale Thematik reingebracht, weil die natürlich, wenn ich zu meinem Arzt sage, ich habe 8 Kinder, die sind alle in der Schule, ich habe so ein hohes Ansteckungsrisiko, dann werde ich dann auch vielleicht von der Ärztin oder dem Arzt in meiner Prioritätsgruppe priorisiert, ja, weil dann die Person sagt, das ist da wichtiger. Wir können noch viel länger, ich will 2 Sachen erwähnen und ein Thema möchte ich aber noch gerne ansprechen. Das eine ist also besondere Regeln für Geimpfte, haben Sie auch ein Gutachten zugemacht und da ging es auch die Frage mit einem Impfnachweis, und das würde ich nur kurz schildern, das fand ich ganz interessant, dass es da 2 Meinungen gab im Ethikrat. Es gab eine Empfehlung A und eine Empfehlung B. Und die Empfehlung A sagt, also eine Immunitätsbescheinigung, das kann man machen. Und die Empfehlung B war, das sollte man nicht machen. Ja, also auch da ist, man sieht, wie um den Argumente gerungen wird. Und finde ich, ist ja auch ganz sinnvoll. Das ist den Punkt, den ich ansprechen wollte. Das ist, ich glaube, sozusagen, wir kommen auf die letzten 5 Minuten. Manchmal ist der Ethikausschuss schon paternalistisch, sage ich jetzt mal, dass er den Menschen sagt, was für ihn gut ist. Das geht jetzt, ich will ein Beispiel nennen. Das ist, also ich habe das Beispiel, das passt jetzt zu, aber ich hätte noch andere Beispiele. Bezahlte Teilnahme an Infektionsstudien.
In Großbritannien ist das gemacht worden, also dass wir haben die Infektionsstudien gehabt. Und warum kann ich nicht Leuten Geld geben, also fragen, wer will mitmachen, macht an dieser Infektionsstudie mit und bekommt das Virus. Ja, also dass die infiziert werden. Und da ist, es gibt noch andere Beispiele, da gibt es viele, die sagen, nein, wir müssen den Menschen vor sich schützen. Ja, also wir, der Mensch muss das nicht machen. Und da ist die Frage, ist das eine ethische Frage? Ja, also sind das die ethischen Kriterien, wenn es wirklich, also wir die Ökonomen haben ja die liberale Entscheidung, die individuelle Entscheidung setzen wir so hoch, wobei wir wissen, dass die Menschen da natürlich Fehler machen und die Verhaltensökonomie beschäftigt sich ja intensiv damit, wie man es schafft, diese Biases auch in den Griff zu bekommen. Ja, dass, da würde mich schon interessieren, weil gibt es diese Diskussion, die in der Ökonomie sehr stark geführt wird zwischen, also paternalistisch und individuellen Entscheidungen. Wie ist sie im Ethikrat und vielleicht an dem Beispiel, also bezahlte Teilnahme in Infektionsstudien, weil das wurde weltweit diskutiert und manche Länder haben es gemacht. Mhm. Wenn ich es richtig weiß, haben wir es nicht gemacht. Ja, das, sehr spannende Frage. Wir haben das nicht im Detail gemacht, deswegen extemporiere ich jetzt. Also ich bereite jetzt hier nicht sozusagen eine Position des Rates aus, aber da gibt es in der Ethik eine Pluralität. Das wird einfach kontrovers diskutiert. Und es gibt natürlich auch Ethiker, die eher autonomiebasiert argumentieren und die sagen, mit genügend Schutzstandards, ein guter alter Kollege von mir aus Harvard, der Neil Eyal, der hat dazu ein wichtiges Papier, mehrere wichtige Papiere geschrieben und der stellt dar, dass man sozusagen mit gutem Schutz und mit sehr guter Aufklärung und allerhand anderer Voraussetzungen das ethisch begründet machen könnte. Und andere sagen nein. Bei so viel Unsicherheit in dieser Situation kann man nicht gewährleisten, dass wirklich echte Autonomie, tatsächlich echte autonome informierte Einwilligung tatsächlich möglich ist. Und die zwei stehen gegeneinander. Also das muss man ganz klar sagen, dass da gibt es eine Pluralität und da haben sich einige Länder dafür und einige Länder dagegen entschieden. Kleine Anekdote am Rande. Ich kenne jemanden aus der Ethikkommission in England. Ich habe ja lange in England gelebt und gearbeitet, die das bewilligt haben, diese Studie. Und die hat mir aus dem Nähkästchen gesagt, dass sie es mit Blick auf die Kenntnis von Long-Covid, die man damals noch nicht hatte, das nämlich auch bei jungen Menschen gar nicht so selten auftritt. Damals ging man nur davon aus, es gibt die schweren Fälle und die Todesfälle und die gibt es vor allem bei alten Menschen und Menschen mit Risikoerkrankungen. Aber das wusste man alles noch nicht. Heute würden die das nicht mehr genehmigen, weil sie sagen, die Risiken sind so hoch, dass ganz unabhängig davon, ob Menschen das in Kauf nehmen würden, es gibt auch Menschen, die springen, ohne Fallschirm von irgendwelchen Häusern runter. Ja? Also es gibt ja sehr unterschiedliche Risikoakzeptanz individuell. Ganz unabhängig davon ist ja der erste Schritt bei einer forschungsethischen Bewertung, wie hoch sind die Risiken und sind die insgesamt, überschreiten die sozusagen ein Maß, wo man kollektiv sagen würde, das ist einfach zu hoch für die meisten Menschen. Das sind natürlich immer sozusagen unschärfe Entscheidungen oder unscharfe Entscheidungen. Aber da hat sich die Wahrnehmung tatsächlich auch in England verändert, nur um das mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wobei, ich will das, also da haben wir jetzt auch die Zeit nicht zu, aber natürlich, diese Tests werden ja gemacht, weil nachher Milliarden Menschen geimpft werden. Und sozusagen, das ist schon richtig. Der Trade-off ist, man hat das Wissen zu Anfang nicht. Dafür werden die Menschen hinterher damit geimpft. Und man ich bin völlig bei ihm, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern musste man damals natürlich auch sagen, es ist völlig möglich, dass wir noch ganz viel nicht wissen. Und die haben gesagt, wir machen das trotzdem aus sehr altruistischen Beweggründen. Und es gibt auch in der Philosophie eine lange, lange Diskussion, ob sozusagen extremer Altruismus zulässig sein soll oder nicht. Also das werden wir hier jetzt heute Abend nicht lösen. Das ist ein wunderbares Thema. Ich habe mal was über Selbstversklavung geschrieben vor 15 Jahren. Also das ist ein ganz intensiv interessantes Thema für die Ethik, aber eben auch für die Ökonomie und für viele andere. Wie weit darf die individuelle Autonomie gehen? Und ich weiß, traditionellerweise sind Ökonomen da, gerade weil auch diese Abwägung durchaus, also das Individuum darf doch für viele andere etwas Gutes tun. Das kann doch nicht problematisch sein. Autonomieorientierter als einige in der Ethik. Aber ich will einfach hier festhalten, ich glaube, das ist wichtig, wird wirklich sehr kontrovers diskutiert. Und in Deutschland haben wir traditionellerweise einfach in der Forschungsethik höhere Schutzniveaus
als in England, die da ein bisschen autonomiefreundlicher sind, um es mal so zu sagen. Ist schon, also das Thema, was uns zum Beispiel beschäftigt, ist Nierentausch, der in manchen Ländern möglich ist, bei uns nicht. Da wird auch den Leuten untersagt, es zu tauschen. Also wir müssen nochmal Abende weiter diskutieren. Letzte Frage, die ich habe, ist eine kurze Frage. Der Ethikrat hat die Mitglieder, sind laut Gesetz die naturwissenschaftliche, medizinische, theologische, philosophische, ethische, soziale, ökonomische und rechtliche Belange in besonderer Weise repräsentieren. Das sagt das Gesetz. Ich bin mal ein bisschen die Liste durchgegangen. Theologen sind dabei, Juristen sind dabei, Mediziner, Philosophen, Ethiker und natürlich Ethikerinnen, Medizinerinnen, Theologinnen, Juristinnen, aber keine Ökonomen. Und ich glaube auch kein Soziologe. Warum haben Sie keine Ökonomen drin? Dürfen Sie mich nicht fragen? Ich habe die Vorschläge nicht gemacht. Das ist immer so schwierig. Ich werde das ganz häufig gefragt und ich finde, das ist ein echtes Desiderat. Also da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Wir werden zur Hälfte von der Bundesregierung, zur Hälfte vom Bundestag vorgeschlagen und ich kann Ihnen nur sagen, wo auch immer Sie da lobbyieren können, werfen Sie sich rein. Das müssen die entscheiden und ich bin da völlig bei Ihnen. Also das ist aus meiner Sicht eine wichtige Kompetenz, die uns tatsächlich fehlt. Wir kaufen uns die dann natürlich ein, wir holen uns die bei Anhörungen rein und haben zum Teil auch Expertinnen und Experten, die länger mal bei einer Arbeitsgruppe mitarbeiten. Also wir gucken schon, dass wir das irgendwie reinholen, aber in der Tat, das fehlt. Ja. Nee, werde ich weitergeben und durfte ja auch mal bei Ihnen über Daten reden. Das ist, die Expertise ganz muss genau, nicht drin sein, sie darf auch hinkommen. Aber war mir aufgefallen, natürlich mit einer gewissen Fachpflege. Herzlichen Dank, das war eine sehr spannende Diskussion. Ich könnte noch lange mit Ihnen weiterreden. Ich glaube, das sind sehr wichtige Themen. Wie gesagt, schauen Sie auf die Webseite zu Hause. Also da sind viele Informationen drin. Auch das Ringen kommt in den Gutachten teilweise mit zum Ausdruck, wie da die verschiedenen Fachmeinungen aufeinandertreffen. Hat mir totalen Spaß gemacht. Also sehr schön, auch wenn es sehr ernste Themen sind, sehr wichtige Themen sind. Ich glaube, da haben Sie eine wichtige Rolle, die Sie da einnehmen. Das hilft auch vieles zu erklären und zu diskutieren. Ja, auch wenn ich glaube, am Ende sollte die Politik entscheiden, ist es wichtig, dass das von Experten vorbereitet wird. Kleine Ankündigung zum Ende. Unsere nächste Veranstaltung ist mit Jutta Almendinger. Im Mai findet die statt. Ich muss gerade nochmal den Termin schauen, den ich nicht lesen kann, wird aber gleich auch eingeblendet. Da ist am 5. Mai findet die statt. Die stellt ihr Buch vor, Es geht nur gemeinsam, Geschlechtergerechtigkeit, wie wir das in der Arbeitswelt und darüber hinaus hinbekommen. Also auch das, herzliche Einladung da, hier sich einzuschalten. Freue mich, dass Sie heute dabei gewesen sind. An die Referentin nochmal, Frau Büchs, herzlichen Dank, tolles Gespräch und weiterhin gutes Schaffen und bis demnächst. Also, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, hat mich gefreut. Tschüss.